Wir stehen hier in Santa Monica in Los Angeles, genau vor der Klinik des berühmtesten Schönheitschirurgen, den es hier gibt, Stephen Hoefflin. Er operiert alle Stars und wir wollen von ihm heute wissen, welche Stars sich schöner machen lassen. Und diese Geheimnisse, die werden wir ihm jetzt entlocken. Hallo. Hi. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Wie geht's Ihnen? Good, fine. Haben Sie viel zu tun? Yes, very busy. Very busy. Ich habe gehört, Sie hatten gestern eine sehr lange Operation. Heißt das, Sie liefern 24-Stunden-Service? Ja, beinahe. Ich bin auf komplizierte Schönheitskorrekturen am Gesicht, im Brustbereich und im ganzen Körper spezialisiert. Und das braucht eben seine Zeit. Wohl wahr. Sie haben eine wunderschöne Klinik. Vielen Dank. Mein Sohn Jeff wird hier in 3 Monaten als plastischer Chirurg mit einsteigen. Das freut mich sehr. I'm very pleased about that. Vielleicht können wir uns ein wenig umschauen. Natürlich, ich bitte darum. Yes, please. Mm-hmm. Come on. How's the weather? Okay. Mm-hmm. Was ist das hier? Es sieht aus wie beim Zahnarzt. Das stimmt, diese Stühle sind für Patienten sehr bequem. Wir spritzen hier Kollagen und Botox, führen aber auch kleinere Operationen durch. Doch meistens schauen wir hier nach den Operationen nach den Patienten. Ich finde es sehr wichtig zu sehen, ob es den Patienten gut geht. Was denken Sie über Botox für unterwegs? Das ist eine Entwicklung in Deutschland. Da gibt es Läden in Einkaufszentren, die nennen sich Botox to go. Und da kann man in der Mittagspause reinspazieren, sich Botox spritzen lassen und wieder auf Arbeit gehen. Was halten Sie davon? Also ich denke, man sollte so etwas nur unter Aufsicht eines Arztes machen lassen. Man muss eine Menge Erfahrung haben. Wenn es nicht korrekt gespritzt wird, dann kann man mit den Augenlidern oder dem Lächeln Probleme bekommen. Droopiness of the eyelids and not smile properly. Kommen Leute hierher und fragen nach einer Grace Kelly Nase? Oh yes, yes, very frequently. Wie sieht die perfekte Grace Kelly Nase aus? Tja, im Grunde sieht sie der ihrigen sehr ähnlich. In meinem Buch habe ich die Maße, Winkel und Konturen von schönen Nasen festgehalten. Das macht es sehr viel einfacher, gute Ergebnisse zu erzielen, weil man sonst subjektive Ergebnisse erzielen kann. Man hat ein Modell, an dem man arbeiten kann, um eine schöne Nase zu erschaffen. Was machen Sie, wenn jemand zu Ihnen kommt und wie eine Kopie oder ein Double eines Star aussehen möchte? Wir könnten zwar sehr nah an das Original rankommen, aber bedenken Sie, es gibt 6 Milliarden Menschen auf der Erde und deren Gesichter unterscheiden sich nur durch kleine Abweichungen in den Winkeln, Längen und Breiten. Daher ist es für uns sehr wichtig, die Unterschiede in den Gesichtern festzustellen. Ein sehr wichtiger Bestandteil der plastischen Chirurgie ist es, den Ausdruck zu erhalten. Jeder von uns hat einen eigenen Ausdruck, wenn wir lächeln oder ängstlich blicken. Und dies muss erhalten bleiben. Deswegen ist es sehr wichtig. Hier haben schon viele berühmte Menschen gelegen, sehr viele Prominente, die sich hier verschönern haben lassen, um dann auf dem roten Teppich als Hollywood-Stars zu glänzen. Wir sind hier direkt am berühmten Rodeo Drive im Laden von Sergio Rossi. Und das ist einer der Läden, die ganz angesagt sind. Hier kommen die Stars bzw. auch ihre Stylisten her. Und wir informieren uns jetzt mal, welche Stars hier waren, was gekauft wurde und wohin die Trends gehen dieses Jahr. Christa, wie sieht der diesjährige Trend aus? Bei dem Trend dieses Jahr haben viele Schuhe Kristalle, so wie diese Sandale. Silber und Kristall lassen den Schuh sexy aussehen, trotzdem ist er bequem. Wie läuft das normalerweise ab? Kommen die Stars persönlich oder schicken sie ihre Stylisten? Viele Stars kaufen hier regelmäßig ihre Schuhe. Manchmal kommen sie selbst, manchmal kommen ihre Stylisten und manchmal schicken wir es den Stars direkt, wenn sie etwas Bestimmtes gesehen haben und genau wissen, was sie wollen. Wer trägt sie? Wer von den Stars oder ihren Stylisten war hier, um Schuhe zu kaufen? Bei den Golden Globes hatten wir Eva Longoria von Desperate Housewives. Sie sieht wirklich gut aus. Sie sieht super gut aus. Sie trug wunderschöne goldene Schuhe, die dort drüben im Schaufenster.
Welche? Diese dort. Also den hat Eva Longoria von den Desperate Housewives bei den Golden Globes getragen. Emma Thompson trug diese hier ganz vorn. Der ist auch wunderschön. Die goldene Sandale mit den Kristallen trug Kate Beckinsale. Wir haben viele Liebhaber. Wir sind hier bei Daniel Swarovski und dieser Showroom war heiß begehrt, denn er hat ganz wunderbare Accessoires von Handtaschen bis zum Schmuck. Und das ist Pierik, er ist der PR-Manager von Daniel Swarovski und er kann uns heute schon mal ein paar Geheimnisse erzählen. Ich sehe hier viele Diamanten, sehr große Ketten. Ist das der Trend für dieses Jahr? Das hängt davon ab, was man trägt. Also wenn man ein einfaches Kleid trägt, kann man... Ja, dann kann man alles dazu tragen. Was du willst, Hauptsache es funkelt und strahlt. Sehr, sehr schön. Aber diese Ringe sind nun wirklich sehr groß, oder? Sie werden Nepal-Ringe genannt und wurden ausschließlich von Swarovski mit Kristallen besetzt. Die Besonderheit ist der Diamant in der Mitte. Wir sind sehr stolz darauf, weil es in den ganzen Vereinigten Staaten nur 6 von genau diesen Ringen gibt. 2 in New York, 2 hier in Los Angeles und 2 findet man im Internet. It's only 6 pieces available in the whole USA. Wow. 2 are available in New York, 2 in Los Angeles and the last 2 are available on the web. Wow, so es gibt nur 6 Ringe von diesem Modell und 2 sind in New York und 2 in Los Angeles und 2 gibt es über Internet zu bekommen. Und das ist eines der seltenen 6 Stücke und die sehen richtig spektakulär aus. Pierre, das ist ein ganz besonderes Kleid. Hat es sich schon jemand ausgesucht? Nein, nicht wirklich. Wie Sie wissen, macht Swarovski normalerweise keine Kleider. Daher ist dieses Stück einzigartig. Es gibt nur ein erhältliches Exemplar und wird nur auf Anfrage angefertigt. Wenn Sie es kaufen wollen, müssen Sie in unserem Büro in Paris anrufen, dort Ihre Maße hinterlassen und es wird dann extra für Sie maßgeschneidert. You just have to call the Paris office, send all your measurements. And the dress will be made accordingly. Dieses Kleid ist also eine limitierte Edition? Es gibt nur dieses eine Stück. Oh, nur ein einziges Stück. Nur die Sängerin Fergie von den Black Eyed Peas besitzt ein weiteres Exemplar in Rot. Was würde es kosten? Es würde in etwa 8.000 Dollar kosten. Also ungefähr so 7.500 Euro. Und ja, das ist ein Einzelstück und man kann es also anfertigen lassen. Man müsste nur in Paris bei Swarovski anrufen, seine Maße durchgeben und dann würde dieses Kleid als Einzelstück für einen gefertigt werden. Ja, so machen das also unsere Hollywood-Stars. Sie helfen beim Schönheitschirurgen nach, tragen teure Designerschuhe und behängen sich mit glitzerndem Schmuck. Kein Wunder, dass die immer so gut aussehen. Das war Maya exklusiv für MDR um 12 Uhr.